Hallo alle zusammen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Einen schönen guten Morgen auch aus meinem Schlafzimmer sozusagen, aus dem neuen. Ich bin jetzt gerade aufgewacht, habe mich gerade angezogen. Und ja, heute steht einiges an und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit. Ey Leute, wenn ihr den Ausblick aus diesem Schlafzimmer, ne? Beziehungsweise wenn man nachts einschläft und dieser Ausblick, ist das einfach ein Traum. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Ich habe gestern vor Freude geheult sogar. Und ja, es ist jetzt natürlich noch ein bisschen unordentlich. Wir sind gestern erst umgezogen. Ich habe auch erstmal nur fast das Schlafzimmer hier erstmal geschafft. Und ja. So, jetzt kommt hier gleich einer, der die Couches sauber macht, weil ihr seht, hier ist irgendwas ausgelaufen. Die Flecken, die gehen hier nicht mal raus. Und ja, genau dasselbe hier auf der Couch auch. Und deswegen wird das gleich sauber gemacht. Und das ist, Leute, so satisfying. Ich liebe das ja. Ist jetzt hier soweit fertig. Ich kann hier nur noch vereinzelt so ein paar Flecken erkennen. Aber sonst ist das alles picobello wie neu. Das sind jetzt schon so ganz ältere Flecken, die, wo man auch nicht mehr weiß, was es genau ist. Und deswegen gehen die auch nicht mehr raus. Hamza! Ja, das sieht doch alles aus wie neu. So, und wenn das jetzt alles getrocknet ist, das heißt, bis heute Abend können wir dann erstmal nicht sitzen. So, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg mit Hamza zusammen, weil ich muss jetzt für das ganze Haus alles Absicherung und so weiter kaufen. Also das heißt, oh Gott, das ist zu HD hier gerade. Steckdosensicherung und die ganzen Babysachen und für die ganzen Ecken und Kanten ein bisschen Sicherung kaufen. Und ja. Also auf jeden Fall brauche ich noch hier irgendwas für die Treppe, eine kleine Absperrung, dass er da nicht hoch und runter kommt. Für jeweils oben und unten. So, ich bin jetzt mittlerweile draußen. Wir waren gerade hier einkaufen. Das alles, was im Kühlschrank vorher drin war, ist leider vergammelt gewesen, weil das zu lange draußen gewartet hat. Und ich habe jetzt hier schön eingekauft für 300 Flire. Dann war ich noch bei Ebebeck und habe für dieses Treppendings das Dings gekauft. Und ja, der Wagen ist sozusagen voll. So, und jetzt geht es gleich ab nach Hause. Und dann wird alles eingeräumt und dann schauen wir mal weiter. So, wir sind jetzt hier im obersten Stockwerk und unser Sicherheitssystem ist jetzt hier angebracht. Das heißt, Hamza kann jetzt hier nicht mehr rein und raus. Er zieht es einmal so und ja, rastet gut, ist auch sehr stabil. Das ist schon mal supi. So, jetzt habe ich hier, habe ich euch glaube ich schon auf Instagram gezeigt, Trockner und Waschmaschine. Und ja, das muss jetzt natürlich abgesichert werden, weil Hamza natürlich überall gerne rumdrücken möchte. Und dafür war ich ja letztens bei Ebebeck und da habe ich so Sicherheitssysteme gekauft. Ich glaube, in dem Fall wäre das oder eins von denen gut, wenn wir das da einbringen. Und das ist für die Toilette, damit er die Toiletten, das Toilettendeckelchen nicht aufmachen kann. So, dann würde ich sagen, bringen wir das mal an. So, jetzt kann er das hier nicht mehr aufmachen. Und dasselbe auch einmal im Badezimmer. Und natürlich für die Toilette, weil da geht er nämlich auch sehr, sehr gerne ran. Letztens hat er den Toilettendeckel aufgemacht und mit seiner Hand da drin so. Ich so, wie eklig. Ja, wenn man keine Absicherung hat. Also eigentlich hatte ich da eine Sicherung, aber die sind immer abgefallen. Und ich glaube, es ist wirklich immer besser, wenn man ein bisschen mehr ausgibt und dann was Gutes da hat. Auf jeden Fall geht es mir sehr, sehr viel besser. Ich bin weg von dieser Abstellkammer ohne Scheiß. So, ja, jetzt sind so ein paar Sachen für Hamzas Zimmer angekommen. Die zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und zwar kann man hier so einen Fotorahmen reinmachen, beziehungsweise ein Bild von dem Ultraschallbild. Das ist einmal für Hamzas Zimmer und einmal für das Zimmer von unserer kleinen Mausi. Süß, ne? Ich verlinke euch natürlich alles, wo ich das gekauft habe, unten in der Infobox.
Und ich freue mich tierisch, euch Hamsas Zimmer bald zeigen zu dürfen. Beziehungsweise, wir haben zwar noch nicht angefangen, aber so die Möbel sind da und die Dekoration, die ich gemacht habe. Freitag kommt der Maler und ja, wie das von Anfang bis Ende dann Gestalt annimmt, das mitzufilmen. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das fertig ist. Und natürlich das Zimmer von der kleinen Maus, weil das macht so Spaß, wenn du eine Wohnung hast, die auch so lichtdurchflutet ist, Leute, ey, das macht so einen heftigen Unterschied. Ich hätte es ohne Scheiß nicht gedacht, aber auf dein Gemüt macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Und ich glaube, man merkt es auch schon an meiner Art und Weise, dass ich viel befreiter bin. Ich atme gerade echt ohne Scheiß auf. So. Also dazu dann in den nächsten Videos auch nochmal so ein bisschen was. Ich möchte jetzt auch in Zukunft nicht immer nur noch Vlogs drehen, sondern natürlich wieder auch zu den Basics zurück, die ich damals so gemacht habe. Hä, okay, ich krieg gerade das Grinsen nicht raus. Ich habe gerade Blumen geliefert bekommen. Okay, ich muss jetzt mal lesen, was da drin steht. Wartet. Beziehungsweise von wem die sind. So, einen wunderschönen guten Tag. Es kommt gleich der Maler. Und ja, ich habe mich hier schon aufgetakelt, kann man ja eigentlich nicht sagen. Ich laufe mittlerweile so oft so ungeschminkt rum, dass wenn ich schon so ein bisschen Wimperntusche drauf habe, dass ich schon voll geschminkt aussehe. Ja, man ist es einfach einem nicht mehr gewohnt, wenn man halt eine längere Zeit nicht mehr sich zurecht gemacht hat, beziehungsweise keine Lust drauf hatte. Ja, ich bin gespannt. Der Maler kommt jetzt und man sieht hier auch so die Decken und so. Das muss alles gemacht werden. Weil wenn wir jetzt eine Lampe da anbringen, die da nicht passt, dann sieht das nachher alles scheiße aus. Und deswegen haben wir gesagt, Maler her. Aber die Tapete und so, die behalte ich auf jeden Fall, weil das so eigentlich genau mein Stil ist. So, Hamza schläft. Hamza schläft. Ich bin gerade hier dabei, das Abendessen schon mal vorzubereiten. Weil ich jetzt gerade ein paar Minütchen Zeit habe, das ist Paprika und da werden wir dann ein bisschen Hack reinfüllen. Hier habe ich noch so ein bisschen Reis. Und dann natürlich mein Lieblingsgerät. Ey, Leute, ich liebe Tupper über alles. Da haue ich jetzt gleich alles rein mit den Gewürzen und dann wird das hier reingefüllt und damit ein bisschen Tomatenmark und so weiter, kommt das dann in den Topf. Und ja, that's it. Eigentlich total easy und wirklich super, super leckeres Essen. Und das Zimmer war vorher blau. Hamza? Toll machst du das, Anichi. Toll, wie du da so brav sitzt und mit deinem Laptop spielst. Oh, sein Lieblingslaptop, den kennt ihr ja schon mittlerweile alle. Das ist jetzt der zweite, Nummer eins ist kaputt gegangen. Die Gardinen sind ja mittlerweile auch da, die habe ich euch gar nicht gezeigt. Und viele haben gesagt, was, Gardinen sind doch so altmodisch. Finde ich überhaupt gar nicht. Also ich finde auch, ich habe auch eine Gardine genommen. Ihr könnt sehen, wo man rausgucken kann, wo man das draußen noch sehen kann. Und ich finde, das passt hier total gut in das Stil hier rein. Also irgendwas anderes, Jalousien ist ja gar nicht so mein Ding. Weil jedes Mal, wenn man dann raus will, muss man diese Jalousie erstmal hochmachen oder so. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Deswegen, das. Jetzt hat man wahrscheinlich auch schon auf dem Tisch gesehen hier, ne? Ich habe mir, heute ist übrigens dieser Ständer angekommen, wo ich dann unseren Dudi-Schmuck auch endlich arrangieren kann, weil ich hasse das, wenn das alles rumliegt und null organisiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin gerade dabei, hier diese Sachen auseinanderzutrennen, weil die sich ineinander gefädelt haben. Das sind übrigens die neuen Sternzeichenketten, die auch dann nächste Woche kommen. Die Kette heißt übrigens All I See is Signs. All I See is Signs. Ja, ich finde die so schön. Naja, egal. So, auf jeden Fall habe ich dann da was gekauft, dass ich das jetzt hier arrangieren kann. Und zwei so eine Ständer. Dann habe ich hier noch so ein. Leider gab es nur noch aus Plastik für die Ohrringe dann, dass ich den auch irgendwie. Den Stand dann. Da muss ich gleich nochmal aufbauen, wie das dann ausschaut. Ja, und ich warte immer noch darauf, dass die Lampe hier mal endlich angebracht wird, weil, ja,
kommt einfach kein Elektriker. Immer noch nicht. Das ist jetzt eine Woche vergangen. Die anderen Lampen, die sehen jetzt so aus. Und halt über den Esstisch, wollten wir nochmal eine Variante, eine Dreier-Variante haben, halt in einem. So. Dann sind hier immer noch Kartons, wie man hier gut erkennen kann. Und das ist hier im Untergestock, unteren Stock. Im unteren Stock habe ich hier halt noch ein WC. Beziehungsweise das werde ich jetzt einrichten in diesem Maritim-Stil. Und wie ihr schon entdecken konntet, habe ich hier sogar so einen Lichtschalter angebracht mit einer Muschel, weil ich möchte, dass das hier so maritim drin ist. Und ich kann euch ja mal einen Sneak Peek geben. Hier zum Beispiel sowas. Aber ich zeige euch dann einfach mal, wie das Bad dann aussieht, wenn es fertig dekoriert ist. Ich glaube, damals hat mir mal jemand in einer alten Wohnung geschrieben, Gott, du bist so, nicht dekorations-, aber deine Wohnung ist so nicht einfallslos, sondern so lieblos dekoriert. Leute, es lag einfach an der Wohnung. Ich hatte keine Lust, irgendwas an dieser Wohnung zu machen, weil mich die Wohnung einfach so aufgeregt hat. Und jetzt... Ich lebe mich hier sowas von aus und es macht so einen Spaß. Und ich freue mich, euch das Zimmer von Hamza und von Mäuschen zu zeigen. Wir haben übrigens einen Namen gefunden, den verrate ich euch das nächste Mal. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Hier ist gerade was für die kleine Maus angekommen. Und zwar bekommt sie dann für ihr Zimmer eine Dekoration an ihrer Wand. Und die kleben wir dann auch nochmal zusammen auf. Und dort werdet ihr dann nächste Woche erfahren, wie sie dann heißt, weil der Name damit drauf gedruckt ist. Also seid gespannt und ich hoffe, der Name gefällt euch. Also wir haben wirklich sehr, sehr lange überlegt und ja, wir sind jetzt zum Entschluss gekommen. Auch wenn es jetzt nicht so direkt zu Hamzas Namen passt, haben wir gesagt, den Namen, den nehmen wir. Okay, so, ich spiele jetzt noch eine Runde mit Hamza weiter. Wir lassen uns das uns heute noch gut gehen und ja. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Woche seht ihr Hamzas Zimmer, beziehungsweise jetzt am Wochenende Hamzas Zimmer. Und dann verraten wir euch den Namen von der kleinen Maus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.